Das neue Riese & Müller New Charger ist ein topmodernes E-Bike für vielfältige Einsatzgebiete. Wesentliches Merkmal des New Charger ist die Integration des Bosch PowerTube Akkus in den Rahmen. Die besonders erfolgreiche Charger-Baureihe hat für 2018 ein Facelift bekommen. Das ist ein wirklich alltagstaugliches Rad, dadurch, dass der Akku jetzt als Bosch PowerTube im Unterrohr integriert ist, ist er gegen Schmutz, gegen Staub, gegen Kälte besonders gut geschützt. Das Rad ist auch mit Doppel-Akku-Technologie erhältlich und hat dann 1000 Wattstunden Leistung zur Verfügung. Der Bosch PowerTube-Akku kann direkt am Bike geladen oder auch einfach entnommen und extern aufgeladen werden. Der Akku ist am Fahrrad verschließbar, wobei der Schlüssel auch für das mitgelieferte Abus Bordo-Faltschloss passt. Die Pedelec 25 km/h Varianten sind mit dem Bosch Performance CX Motor, die 45 km/h S-Pedelec mit dem Bosch Performance Speed Antrieb bestückt. Gegen Aufpreis ist auch ein zweiter 500 Wattstunden Bosch Standard Akku lieferbar, wodurch eine Gesamtkapazität von 1000 Wattstunden gegeben ist. Das bedeutet großzügige Reichweiten von über 300 Kilometer. Bei den meisten New Charger Versionen kommt eine luftgefederte Vorderradgabel zum Einsatz für noch mehr Komfort. Eine Parallelogramm-Federsattelstütze bietet zusätzliche Bequemlichkeit. Ein hochwertiges Sicherheitssystem bestehend aus hydraulischen Scheibenbremsen, je nach Modell Shimano Deore, Deore XT oder Magura MT4, und aus effizienter Fahrbahnausleuchtung, entweder E3 von Supernova oder Busch & Müller IQX, sorgen für sicheres Fortkommen. Weitere Beispiele für die hochwertige Verarbeitung sind etwa die intern verlegten Kabelstränge oder die höher angebrachte Kettenstrebe, die einerseits das Anschlagen der Kette verhindert und andererseits auch die Verwendung eines wartungsarmen Gates-Carbon-Riemenantriebes ermöglicht. Der New Charger Carrier Gepäckträger kann problemlos mit Packtaschen bestückt werden. Als Einstiegsmodell fungiert das New Charger Touring 25 km/h Pedelec mit 500 Wattstunden Bosch PowerTube Akku und Shimano Deore 10-Gang Kettenschaltung. Preis 3.879 Euro. Das New Charger Novinci mit der stufenlosen Novinci N380 SE Nabenschaltung und dem Gates Riemenantrieb kostet 4.289 Euro. Eine E-Mountainbike-Version ist das New Charger Mountain mit Shimano Deore XT 11-Gang Kettenschaltung ab 4.389 Euro. Zum selben Preis gibt es davon eine Touring-Variante mit Gepäckträger und Spritzschutz. Beim New Charger GH Novinci steht die Kombination aus stufenloser Novinci-Nabenschaltung und Fat Tires zur Verfügung. Preis 4.489 Euro. Außerdem sind mehrere 45 km/h S-Pedelec-Versionen zu Preisen von 4.589 bis 4.999 Euro im Programm. Die New Charger-Baureihe ist auch mit abfallendem Oberrohr für noch komfortableren Zustieg erhältlich.